Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, ich mit Herrn Gerhard Grindelwald. Einen Moment bitte. Ja, grüezi, Grindelwald, hallo? Ja, schön, dass ich, wie bitte? Ja, hier ist Grindelwald, hallo, wer ist denn da? Mein Name ist Karl Grünberg, ich melde mich von der PSD Stromfirma. Es geht darum, dass sich die Preise jetzt bei Ihnen erhöht wurden. Ach, das ist ja schrecklich. Warum sagen Sie mir das denn jetzt erst? Ja, aber es ist ja gar kein Problem. Dafür haben wir jetzt für Sie eine Lösung. Tja, das ist ja großartig. Was haben Sie denn für mich herausgefunden? Wir haben jetzt für Sie einen günstigen Stromlieferanten. Ja, das ist ja wunderbar. Was werde ich da denn sparen können? Oh, gerne, das kann ich jetzt sofort sagen. Wie viel verbrauchen Sie denn ungefähr, damit ich Ihnen jetzt sagen kann? Ach, ja, ich weiß ja gar nicht. Ich zahle hier, wir haben ja viel Elektronik, ich zahle 60 Euro im Monat. 60 Euro im Ja, Monat, so okay. ungefähr. Also manchmal Mit sind wie die hier vielen Personen Schockzahlen, wohnen Sie das ist ungefähr im schrecklich. Haus? Ja, ungefähr oder genau? Wie viele Personen Sie im Haus wohnen? Ja, wir sind zu dritt. Zu dritt, okay, dann gebe ich es mal so ein. Das wäre wunderbar. Klar, auf jeden Fall. Also Sie meinen jetzt, dass Ihr monatlicher Abschlag 60 Euro ist, ganz genau, oder wie viel? Und ja, das sind irgendwie 62 Euro irgendwas. Sind ein paar Pfennige noch Ba, ba, dabei. ba. Okay, wenn Sie noch da weiterbleiben, dann werden Sie teurer. Aber bei uns haben Sie einen Abschlag von 51 Euro im Monat plus eine 51. zweijährige, ja, plus eine zweijährige Preisgarantie. Das ist ja grandios. Wie kommt das denn? PSD Ökostrom, ne? Wie nennt sich das bitte? PST Ökostrom. Was bedeutet denn PST bitte? Premiumstrom. Premiumstrom, ja, das ist immer, das Premium ist immer sehr gut, vor allem wenn das dann noch günstiger wird. Genau, ist ja auch günstig. Ist ja 51 Euro, ne? Das ist ja Da steht ja wunderbar. auch im Vertrag drauf, zweijährige Preisgarantie. Und dann bekommen Sie noch sogar von uns 50 Euro auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Das ist ja groß. Kann man das auch auf ein Schweizer Konto überweisen, damit ich doch keine Steuern entrichten muss? Wie bitte? Kann man das auch auf ein Schweizer Konto überweisen, damit ich da keine Steuern zu entrichten habe? Ich habe Sie nicht verstanden. Kann ich das auf ein Schweizer Konto haben, das Geld, damit ich keine Steuern zahlen muss? Schweizer Konto? Ja, ist es möglich? Ich frage mal kurz meinen Chef, ja? Ja, bitte. Hallo? Ja, grüezi. Ich habe gerade mal mit meinem Chef gesprochen. Ja, Er bitte. meinte, das geht leider nicht. Wir bräuchten ein deutsches Konto. Ja, das ist nicht. Ja, gut, dann muss ich halt mein deutsches Konto nehmen. Das ist sehr schade, aber kein Problem. Ist aber gar kein Problem. Aber in diesen 51 Euro sind alle Gebühren drin. Steuern, Brutto, Ist ja Gebühren, alles drum und dran. auch das Netto mit drinnen? Alles drum und dran. Auch Netto und Brutto, beides sogar. Alles. Ach, das ist ein sehr guter Service, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also haben die anderen haben mich ja dann ziemlich verarscht die ganzen Jahre. Es ist ja sehr gut, dass sie mich jetzt angerufen haben. Ja, klar. Wunderbar. Und was werden wir jetzt machen? Ich bräuchte da mal die, bei welchen Versorger sind Sie gerade zurzeit? Wie bitte? Bei welchen Versorger Sie gerade sind? Ach, das sind, meine ich, Ja. die Stadtwerke hier in Nürnberg. Stadtwerke Nürnberg. Ja, richtig. Diese alten Muggel da, die haben solche schrecklichen Preise. So, gebe ich das mal so ein. Ja, bitte. Was ist denn der Mann bei Ihnen im Hintergrund, der so rumschreit? Können Sie den mal mit einem Cruciatus ruhig stellen, dass der in das Gespräch nicht zerstört? Wer? Der hinter Ihnen, der ist ja am Rumschreien, das ist sehr laut bei mir. Nee. Ja, sicherlich. Dann mache ich das mal sofort. Sagen Sie einmal Cruzio und dann hat sich das erledigt. Okay, dann brauche ich einmal die Kundennummer von der Stadtwerke. Meine Kontonummer? Nein, die Kundennummer. Ach, die Kundennummer. Ja, das kann ich Ja. Ihnen. Da muss ich einmal kurz das Dokument herausholen. Und wann Gerne. könnten Sie da mit der Belieferung beginnen? Wann ist das Ab möglich? nächsten Monat direkt. Ja, und das habe ich. Was ist denn mit den Kündigungsfristen? Haben wir da nicht Kündigungsfristen? Der Vertrag geht für 2 Jahre, aber da haben Sie auch eine zweijährige Preisgarantie. Ja, das habe ich ja verstanden, aber ich meine, bei den Ja. Stadtwerken, wie ist das denn normal? Muss ich Ja, das. da. Kann ich da einfach kündigen? Wie lange sind Sie noch im Vertrag gebunden? So, wie lange geht der Vertrag noch? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich bin da seit Ewigkeiten. Was ist denn da Ihre Expertise?
Also wenn der Vertrag noch für ein Jahr lang geht, also wenn der Vertrag bis einem Jahr noch geht, dann können wir sie kündigen, das ist gar kein Problem. Dann machen wir das alles, wir Ja. erledigen das alles für sie. Dann brauchen wir keinen Stress zu machen. Wie ist das denn rein theoretisch, wenn wir jetzt sagen, wir machen das ab nächsten Monat und dann würde ja quasi doppelter Strom bei mir ankommen und wenn ihr Nein, Strom, nein, ja, nein, ist nein. ja Ich Premium-Strom, das. hab ich das vorhin erzählt. Ja, jetzt lass Gerade mich doch mal gesagt. ausreden. Meine Idee war ja, wenn ich jetzt den Premium-Strom bekomme, dass der andere Strom ist ja viel schlechter, dass der Premium-Strom hier ankommt und der andere Strom, da hat gar keine Chance dagegen. Oder ist das nicht Genau. richtig? Wenn Sie sind gerade bei der Stadtwerke Nürnberg, Ja, richtig? das ist richtig. Genau. Und dann werden wir Sie kündigen. Ja. Wir erledigen das schon alles für Sie. Ja. Und dann werden Sie dann Kunde bei uns, bei PSC Ökostrom. Ja, das ist wunderbar. Genau. Und jetzt soll ich Dann brauche ich Ihnen, aber kurz ja, die können Sie das Kundennummer. aufschreiben? Die Kundennummer, ja? Ja, das ist die 0524 0524 147 147 16206. 16206. Ja, richtig. Ja. Das ist die Kundennummer. Und die Zählernummer? Ich glaube, die steht da auch irgendwo. Eine kleine, man kann da mal drüber gucken. Das Gerne, müsste machen Sie sich diese keinen hier. Stress. Ich bin auf Sorry. der Arbeit, nicht auf der Flucht, Ja, ne? noch nicht, ne? Das kann ja alles noch kommen. Nein, auf So. jeden Fall nicht. Warum lasst denn? Ja, das weiß ich ja nicht. Wenn Sie mal flüchten Nein. müssen. Das ist ja, wenn Sie mir keinen guten Service geben, dann werde ich nach. Wo sind Sie denn? Wo sitzen Sie denn? Und da sitzt es in Bayern, Ja, unser Hauptsitz. ach ja, wo denn da? Wie bitte? Wo denn da in Bayern? Das ist ja sehr groß. München. In München, das ist ja wunderbar, sind wir ja fast Nachbarn, das ist ja großartig. Auf jeden Fall. Ja, sind Sie schon mal in Nürnberg gewesen? In Nürnberg nee, noch nie. Ja, das ist ja so ein großes Gefängnis, Nurmengard, das kann man besichtigen, da bin ich auch mal früher gewesen. Das können Sie mal anschauen, wenn Sie mal hier vorbeikommen. Gefängnis? Ja, das kann man beangucken. Okay. Inzwischen steht das leer. Der letzte Insasse ist ja schon vor einer Weile gestorben. Und jetzt kann man da rein und sich das geschichtlich angucken, falls Sie sich für sowas interessieren. Nee, ich interessiere mich leider für Ach so, ja, sowas dann werde ich Ihnen jetzt mal die Zählernummer geben. Können Sie aufschreiben? Gerne. Das ist die 602. Wie bitte? 602. 602? 614. 614? 714. 714. Und die 25. 25? Ja, das ist es. Das war die Zählernummer. Brauchen Sie auch noch. 6026. Soll ich noch in den Keller laufen und den Zählerstand holen? Nee, nee, es ist ja die Zählernummer. Ja, aber der Zählerstand, weil der ändert sich ja alle paar Minuten. Nee, nee, ich brauche nur die Zählernummer. Ach so, ja, dann hab ich Ihnen die gegeben. Ist ja die 6026147125, richtig? Richtig. Genau. Das ist ja wunderbar. Ist das der Premium-Strom? PSC Ökostrom. Ökostrom, oder wäre der normale Strom noch günstiger als der Ökostrom? Da kann man da vielleicht ja auch noch ein bisschen Geld einsparen. Nee, wir haben ja nur Ökostrom. Ökostrom ist ja auch besser, ne? Da tun sie auch was für die Umwelt und auch für sich selber. Ja, wird das aus Sonnenenergie hergestellt oder wie kommt das zustande? Wie bitte? Wird das aus Sonnenenergie gewonnen? Nein, nicht auf Sonnenenergie. Sondern Müllverbrennung oder wie kommt das zustande? Erneuerbare Energie. Ja, das habe ich ja verstanden, aber wo kommt das her? Solar, Wind, Wasser, alles Mögliche. Da, das ist sehr gut. Kann ich bei Ihnen auch günstiges Wasser bekommen? Weil die Stadtwerke sind auch beim Wasser so teuer. Wasser? Ja, für den Nee, wir haben leider nur Wasseranschluss. Strom und Gas. Aber Gas haben Sie auch, das ist wunderbar. Da Gas können haben wir Sie uns auch. vielleicht auch nochmal drüber unterhalten. Gerne, haben Sie auch Gas? Ja, das ist richtig. Gerne. Da haben wir So, jede dann Menge. wie viel verbrauchen Sie jährlich? Ja, Kilowatt. das kann ich Ihnen leider auch nicht genau sagen. Aber das sind irgendwas um die 30 Euro, die wir da im Monat bezahlen. 30 Euro, 30 okay. Euro. Super, dann. Also dann ist es ungefähr so 3000, die Sie dann so ungefähr. Nee, 30, 30, 3000 wäre ein bisschen sehr viel. Sehr viel. 3000 zu viel? Ja, das ist ja, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Nein, 3000 Kilowatt meine ich jetzt. Ach so, ja, das kann, wenn Sie das sagen. Sie sind ja der Experte bei solchen Sachen.
Auf jeden Fall. Das sehen Sie. So. Das ist ja wunderbar. Können Sie eigentlich bayerisch reden? Man hört gar nicht, dass Sie in Bayern wohnen. Bayerisch? Ja, können Sie ein bisschen mit bayerischem Akzent sprechen? Das würde mich sehr glücklich machen. Nein, 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 ich kann leider kein Bayerisch. Ah, Weil das unser ist. Sitz ist ja in Bayern, also in Ja, München, ja. aber ich bin gerade hier in einem anderen Büro. Ach so, das ist. Wo sitzen Sie denn jetzt? Wie bitte? Wo sitzen Sie denn jetzt, wenn Sie nicht in München sind? Hallo? Servus, Herr Grünewald. Ja, servus. Herr Grünewald. Ja, servus. Wir haben gerade mit meinem Auszubildenden gesprochen, habe ich hier gerade mitbekommen, ne? Ja, das ist richtig. Wir sprechen seit ein paar So. Minuten. Genau. Ist Ja, das. wir sind ja, der Hauptsitz ist ja München, ne? Ja, Wir haben ja richtig. mehrere, wir haben ja mehrere Dienststellen. Ja. So, das ist das eigentlich. So. Was wir von Ihnen brauchen, ist eigentlich der Vorversorger jetzt noch, ne? Vom Gas. Jetzt haben Sie für den Vorversorger, das sind ja die Stadtwerke hier. Die Stadtwerke. Ja, das ist richtig. Ja. Und jetzt, wo Sie gerade sagen, auszubilden, da ist das, der, das eine kaufmännische Lehre, die man da absolviert am Telefon, oder wie muss ich Auch, mir das ja. vorstellen? Wie Genau. Das ist auch eine kaufmännische Lehre. bezeichnet sich das Telefonkaufmann oder wie nennt man das? Nein, Bürokommunikationskaufmann. Ach, das ist tatsächlich schon ein Beruf geworden inzwischen. Das habe ich auch Ich, noch nicht gewusst. Das ist ja großartig. das heißt ja alles immer, früher hieß es ja Kfz-Mechatroniker, ne? Ja, und jetzt heißt es Bürokommunikation. Nein, und jetzt heißt es zum Beispiel, wenn Sie mit Autos was zu tun haben, heißt es, weiß ich nicht, Schrauber für weiß ich nicht was. Ach, das Weißt du, ist ne? ja. Die Friseuse heißt jetzt Friseurin. Ach, Oder schrecklich. die Nägel macht, heißt jetzt nicht mehr Nägelfrau, sondern Stylistin im gehobenen Dienst. Ah, Wir haben yes, doch es ist ja alles. schrecklich. Das ist ja Ja, genauso, heutzutage. wenn Sie irgendwo eine junge Frau kennenlernen, dann fragt die, ach, was machst du denn beruflich? Dann sagst du, ich bin Facility Manager. Wissen Sie, was das ist? Ja. Das ist der Hausmeister. Ja, So kann man, genau so sieht's das aus. ist ja, was mit gut verpackten Worten kann man Leute sowas von geil verarschen. Das ist großartig. Das ist so. Also bei Ihnen scheint ja ein Mein. sehr gutes Arbeitsklima zu sein. Wir können sehr viel Spaß haben, das merke ich schon bei Ihnen. Nein, sehr viel Spaß nicht, aber ich meine, wir haben gleich Feierabend, so in circa einer Stunde, dann ist das alles ein bisschen lockerer. Wenn hier die Stimmung um 9 Uhr morgens ist, ist sie ein bisschen angespannter, die Stimmung, Ja, ne? dann ist es Können ja Sie ja sehr wissen, gut, dass Sie mich erst jetzt ins wissen Sie ja Telefon selber. bekommen haben. Ja, wunderbar, Sie sind auch ein sehr sympathischer, Ja, muss das man freut mich sagen. zu hören. Man muss ja nicht immer Ja. mit Gram durchs Leben ziehen. Ne? So sehe ich Sehen das Sie? nämlich auch. Das Ne? ist schwierig. Ja, sehr schwierig, aber manche machen das halt so. Ja, das ist nicht die aber selber schuld. Das sind die selber Ja, schuld. Man kann sich das Leben das ja doch stimmt. unnötig schwer machen. Man kann aber auch So einfach sehe ein ich das bisschen nämlich. Spaß haben. Genau, einfach mal ein bisschen lockerer von der Seele sein. So sehe Das ich das ist auch. richtig. Und kriegt er Ja. denn jetzt Ärger, weil Sie ihm das Telefon weggenommen haben? Nein, 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 nein. Nur er kam so ein bisschen in Stottern, würde ich jetzt mal sagen. Er kriegt keinen Ärger. Er ist ja noch ein Auszubildender, ist im ersten Jahr, Ja, wie ne? lange Und das lernt man alles. geht das 3 Jahre Sie bei wissen das doch. Ihnen? Genau, dreieinhalb, ne? Ist ein Dreieinhalb duales. sogar. Ja, Sie wissen ja selber, das ist wie mit der Frau. Beim ersten Date ist man immer ein bisschen nervöser, aber Ja, wenn man ein bisschen ins Rollen kommt, nach dem 20. Frau, dann läuft das alles wie geschmiert. haben Sie, können Sie auch Bordellservice bei Ihnen anbieten? Nein, leider nicht. Das ist dann der So. Kaufmann für vertikale Kommunikation. Der vertikale Kommunikation Oder muss horizontale, man. je nachdem, wie man das Oder auslegt. je nachdem, Wie man wie das man drauf ist, ne? bevorzugt. Das ist Ja, richtig. Ah, genau. das ist ja grandios bei Ihnen. Das ist Ja. Herr genial. Gründelwald, Ja, bitte. um weiterzuführen, ne, im Text bräuchte ich einmal die Kundennummer und die Zählernummer für den Gas bei Was Ihnen. möchten Sie einführen? Ich dachte, wir sind fertig mit dem Thema. Wie, wir sind fertig mit dem Thema. Wir Sie haben ja jetzt wollen. das für den Strom, ne? Ja, das ist richtig. Ja, jetzt brauchen wir noch die Kundennummer und die Zählernummer für den Gas. Tja, ich weiß ja, der hat mir noch gar nicht sagen können, wie das beim Gas, was ich da sparen werde. Der hat irgendwas gesagt, ich soll 3000 Euro bezahlen. Nein, 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 nein. Der Verbrauch ist ja hier bei 3000 Kilowatt, ne? Haben Sie ja gesagt. Nach Oder weniger. Kilowatt? Ja, das weiß ich Ja, nicht. Der hat gesagt, Kilowatt pro Jahr. ich habe ihm gesagt, wir zahlen so 30 Euro im Monat. Sie bezahlen für 30 Euro. Bei uns wäre der Abschlag im Monat bei 19,58 Euro. Da Sicher. drin ist der Grundpreis und die Mehrwertsteuer schon drinne. Ja, der hat vorhin hat er auch gesagt, da ist auch Brutto und Netto enthalten. Ist das auch richtig?
Genau, wir sind der Ökostrom, PST Ökostrom. Ja, und was Gas ist dann PST Ökogas oder wie heißt das dann? Der Tarif heißt dann beim Gas PST Erdgas direkt 24 Bonus, Gas weil die ja noch einen direkt. Bonus, die 50 Euro Bonus bekommen. Bekomme ich die auch für das Gas oder nur für den Strom? Für den Strom und für den Gas. Das ist ja Jeweils großartig. 50 Euro, das heißt zweimal 50 Euro, in Ihrem Fall 100 Euro. Es sei denn, Sie sind jetzt ein Traumhaft. Vermieter und haben, weiß ich nicht, 15 Häuser, dann ist der Bonus ein bisschen höher. Ah, das könnte man sich überlegen, aber ich habe leider keine Häuser, die ich vermieten könnte. Ja. Also den Abschlag haben Sie sich aufgeschrieben von 19,58 € im Monat. Ja, das habe ich mir alles notiert. Das ist sehr gut. Wunderbar. Dann bräuchte ich jetzt einmal noch die Kundennummer und die Zählernummer vom Gas. Ja, da kann ich Ihnen gerne geben. Muss ich gerade mal schauen. Jetzt habe ich das Dankeschön. Dokument Schauen jetzt Sie wieder nach. hingelegt. Ah, ich bin so Ja. vergesslich manchmal. Ja, das passiert jedem von Ich uns. suche nach den Heiligtümern, mich da manchmal ziemlich ablenkt. Aber da ist es ja. Da habe ich es hingelegt. Da ist es ja. So. So. Kundennummer. Ja, das macht doch nicht immer mit der Ruhe. Du hast doch gleich Feierabend. So, Ja. das ist warte, das ist die 493. 493 Oder 419. 419 288. 288 056. 056. Das ist richtig. So, die Zählernummer. Ja, das ist quasi die 650. 650 88. 88 29. 29 14394. 14394. Richtig. So, wunderbar. Zwei Zähler haben Sie nur, Sie haben keinen dritten, ne? Nö, ich habe Strom und Gas, ich glaube, mehr gibt es nicht, Ja. oder? Ja, manche haben zwei Zähler für Strom. Zwei Zähler, da müssen die ja einen gigantischen Verbrauch haben. Genau, das ist bei manchen so, aber bei Ihnen ist das ja nicht der Fall. Und ja, ich habe ziemlich viel Hardcore-Elektronik, aber ich glaube nicht, dass ich zwei Zähler brauche. Ja, Das ist gut. wir haben so ein halbes Tonstudio hier im Wohnzimmer aufgebaut und das braucht deswegen nicht so Ja? viel Verbrauch bei uns. Ja, gut, aber die meisten machen das ja im alten Badezimmer, ne? So ein Tonstudio. Weil die Atmosphäre und der Schall irgendwie besser sind. Ja, aber Habe ich mir mal sagen lassen. das haben wir auch probiert und der Hall ist einfach zu stark. Okay. Das Ja. macht es kaputt. Wir haben dann quasi im Zimmer, wir haben so Eierkartons an die Decke, weil der Nachbar das dann sonst Ja. nicht hört. Und irgendwann wollen wir das auch mal in größerem Umfang machen. Aber für den Moment Ja. haben wir so ungefähr 200 Kunden und das reicht schon mal. Ja, das ist doch super. In der Tat. Ne? So, jetzt vergleichen wir noch einmal die Daten, ne? Ihr Vorname ist ja Gellert und Nachname Grindelwald, ne? Richtig. Straße ist immer noch Neulandstraße 45H. Richtig. Postleitzahl 90 46 9. Das ist richtig. In Das Nürnberg, in ne? Nürnberg, Ge richtig. geboren sind Sie am 1.4.88, stimmt immer noch Ja, soweit, das ne? ist auch richtig. Das hat sich nicht So, geändert. wunderbar. Jetzt brauche ich einmal Ihre Mobilfunknummer, wo Sie mir die SMS bestätigen, dass wir das alles in Ihrem Namen wechseln können. Ah, jetzt Dass muss wir, ich's. dass Sie, dass Ja. kein, dass kein Papierkram auf Sie zukommt, dass wir uns um alles kümmern. Ja, das ist eine Mobilfunknummer, da bin ich nicht so der Freund von. Können Sie mir eine E-Mail schreiben? Eine E-Mail bestätigen. Ja, das können wir dann per E-Mail machen. Aber eine Mobilfunknummer, die haben nur ganz wenige Leute und das soll auch so bleiben. Okay. Das verstehe ich auch voll und ganz. Sie sind per E-Mail, sind Sie jetzt gerade, Sie könnten mir das jetzt also gleich bestätigen, die E-Mail. Ja, was muss ich denn da bestätigen? Wir schicken Ihnen, das ist so eine Art E-Mail, das ist eine E-Mail, da steht drin, dass wir von der Firma PSD alle Wechselformalitäten für Sie übernehmen können in Ihrem Namen, damit nicht so Okay. viel Papierkram für Sie anfällt. Das ist sozusagen unser Kundenservice Plus, kann man so nennen. Ja, dass Sie das quasi alles einleiten für mich. Genau, dass kein Papierkram auf Sie zukommt. Ja, und dann muss ich das quasi ausdrucken und unterschreiben und wieder zu Ihnen Nö, schicken. Sie müssen einfach nur eine E-Mail mit Ja. Normalerweise ist das einfacher mit einer Mobilnummer. Dann schicke ich Ihnen eine SMS, die kommt in 2 Sekunden an, Sie schicken ein Ja, das kommt bei 2 Sekunden wieder mir an, ich klicke ein Häkchen hier am Computer und dann führen wir weiter. Gott, das ist ja grandiose Technik, die das heutzutage Nö, gibt. Das ist ja deswegen würde Wahnsinn. ich. Ja, das Und ist wirklich der Wahnsinn. jetzt ist Deswegen würde natürlich ich noch sagen, die auch. Frage, das konnte mir der junge Mann vorhin auch nicht sagen. Wie ist das denn in der Ja. Regel mit den Wechselformalitäten? Kann ich da einfach so kündigen bei denen? Oder muss man da ein Jahr warten? Bei uns. Nein, bei den Stadtwerken. Das übernehmen wir in Ihrem Namen. Ja, das Deswegen habe ja auch ich. die SMS. Das habe ich ja verstanden, aber kann man da Ne? so einfach wechseln oder muss man da den Vertrag noch ein Jahr auslaufen lassen? Wir wechseln das für Sie. Das ist unser Ja, tägliches Brot. aber wann? Als Wann? normaler Otto.
Bis wann läuft denn Ihr Vertrag? Ja, das weiß ich ja nicht, das habe ich nicht finden können. Ja. Darum ist die Frage, wie ist das denn beim Standardversorger in der Regel? Meistens kriegen Sie die, also Sie kriegen jetzt die Post zwischen 5 und 8 Tagen zugeschickt, Das ne? dauert aber sehr lange. So, 5 und 8 Tage zugeschickt, die Post ist nicht so lange. Ja, sicher Der nicht. normale Postweg. Können Sie mir das vielleicht auch per E-Mail schicken? Per E-Mail dürfen wir das leider aus Verbraucherschutzgesetzen nicht. Das Verbraucherschutzgesetz, warum denn? Es gibt doch sogar Ja. behördliche E-Mail von der Ja, Regierung. aber ich habe den Verbraucherschutz nicht gemacht. Das ist ab dem 1.12.16 geändert worden. Ja, wie heißt denn das Gesetz? Das will ich mir gleich mal angucken. Das war, können Sie googeln. Geben Sie einfach mal Verbraucherschutzgesetz ein, neueste, bla bla bla, dann steht da immer was. Und was steht da sonst noch so drinnen? Das weiß ich nicht, um Sind da ehrlich jetzt zu auch sein. die, sind jetzt auch wieder die Kundenrechte im Telefonverkauf gestärkt worden? Und das kann sein. Ja, das wäre mal sehr. Kriegen Sie auch immer so viele Anrufe von so komischen Leuten? Nö, wir nicht. Nein, Sie privat zu Hause? Ich privat zu Hause? Nö. Eigentlich nur von seriösen Anbietern. Ist Es gibt doch. immer mal ein oder zwei, die wollen ja dann Lotto oder was. Ja, Aber genau, das ist ja. das habe ich zurzeit Ne? immer wieder. Die rufen dann an, sag, ja, Herr Grindelwald, Sie haben dabei ein Gewinnspiel mitgemacht. Sie haben jetzt ja Ja, aber der den ist doch. Elderstab gewonnen und jetzt müssen Sie 300 Ne. Euro Ja. bezahlen. Ja, das wär ja schön, wenn das immer so wäre, ne? Ja, dann wäre ich schon lange ausgewandert. Hätte mir irgendwo ein schönes Leben aufgebaut, weil nicht so viele Muggel herumlaufen. Aber man kann sich das Das ja leider stimmt. nicht aussuchen. Ja. Herr Grindelwald, am besten machen wir das so, auch wenn Sie ja die Telefonnummer ungern rausgeben. So, wir machen das so, wir nehmen die Mobilnummer nur kurz für die SMS auf und danach wird die direkt wieder gelöscht. Das werden wir nicht tun. Das ist mir zu riskant. Das kann ich nicht machen. Ich bin im Das sieht zu. Zeugenschutzprogramm. Wir sind im Zeugenschutzprogramm. Ja, das kann ich meine Telefonnummer darf ich nicht herausgeben. Sie sind im Zeugenschutzprogramm. Ja, ist gut. Ja, lachen Sie mich jetzt gerade aus? Nein, weil Sie sagten Zeugenschutzprogramm. Ja, finden Sie das lustig oder was? Nein, ich glaube Ihnen das einfach nur nicht, weil Sie hören sich sehr, sehr sympathisch an Sie. Ich glaube Jo. nicht, dass Sie irgendwie was mit einer Mafia oder sonstiger Gesellschaft zu tun haben. Also ich bin mal hochrangiges Mitglied bei den Todessern gewesen. Was glauben Sie denn, mit wem Sie reden? Ich kann auch ganz Das, anders. ja, das glaube ich Ihnen ja auch. Also Die E-Mail kommen ist Sie immer mal, noch also der mal ein bisschen mehr Respekt Grindelwald@. haben. Ja, ich habe doch vollkommen Respekt vor Ihnen, Herr Grindelwald, um Gottes Willen. Ja, Ja, lassen wir mal die. Sie können ja mal meinen Namen googeln. Nein, möchte ich Ja, nicht. machen Sie mal. Nein, braucht man Was nicht. ist los? Ich Komm. glaube Ihnen das doch. Wissen, wenn du mir einen Vertrag machen willst, dann darfst du jetzt meinen Namen googeln. So, Moment, dann google ich mal den Namen. So, machen wir das hier. Google Chrome. Google Chrome und dann erzählst du mir irgendwas von Datenschutz. Google ist die größte Datenkrake, die es gibt. Ja, ich google ja jetzt Ihren Namen. Ja, weil das kannst du mir hier nicht was von Datensicherheit erzählen, dann benutzt ihr Google. Ja. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Da hast du dich jetzt aber selber Doch. verraten. Nein, das Das passt. ist ja sicherlich. Ja. Das ist ja ein ganz normaler Rechner, ne? Ja, ganz normale Rechner. Was So. haben Sie, Intel oder was haben Sie da? Grindelwald Gellert. Richtig. Ne? Google nochmal. Wir haben. Harry Potter. Wiki, Fandom, powered by Wikla. Gellert Grindelwald, Harry Potter Lexikon. Ja, können Sie den Artikel mal bitte vorlesen? Wer ist Gellert Grindelwald? Seine Jugend, seine Vergehen. Ja, können Sie das denn bitte vorlesen? Dass auch Johnny Ihr. Depp wird den Charakter von Gellert Grindelwald spielen. Wie Aber wer bitte? ist dieser Bösewicht eigentlich? Ja, sehen Sie, das ist ja schon sehr bekannt geworden. Wunderbar. Haben Sie mich wirklich überrascht? Ja, sehen Sie mal. Ja. Und. Aber Ihre E-Mail-Adresse ist immer noch dergrindelwald@gmail.com, ja? Das ist richtig. Das ist richtig. Dann schicke ich Ihnen mal jetzt die E-Mail zu. Und sobald ich das dann bestätigt habe, dann kann das alles losgehen. Genau. Das ist wunderbar. Haben Sie denn auch bei Ihnen Zeugenschutzprogramm, dass da keiner meine Daten sehen kann? Auf unserem PC hat keiner Zugriff. Ja, das ganze System, das ist ja wahrscheinlich nicht nur auf dem Computer, das ist ja eine ganze Datenbank. Eine ganze Datenbank, aber die ist im Das Keller ist geschützt. im Keller. Ist das wie in der Mysteriumsabteilung, wo da für jeden die Prophezeiung herumliegt? Nicht ganz so extrem sicher, aber auch schon so gesichert. Das ist sehr gut. Es sind ja Ja. verschiedene Schutzzauber ausgesprochen worden. Da bin ich überzeugt davon, dass das alles sehr gut läuft. Aber es ist Ja, natürlich die denke ich Frage, auch. wollen Sie mit so einem Kriminellen wie mir überhaupt Geschäfte machen?
Wir machen auch mit Kriminellen wie Ihnen, wie Sie sagen, Geschäfte. Ja, das ist wunderbar. Dann passe ich ja Weil bestens rein bei Ihnen. Sie sind ja ein zahlender und glücklicher Kunde. Was Sie in Ihrem Privatleben machen, das ist Ihre Sache. Wer hat denn gesagt, dass ich beabsichtige zu bezahlen? Da haben wir nie von gesprochen. Das überprüfen wir dann schon bei Ihrer Bank, ob Sie zahlungswillig sind. Ja, das kann ich Ihnen sagen, das bin ich nicht. Ich Ja, aber zahle aus dann Prinzip nie wäre. irgendwelche Rechnungen. Ja. Können wir das dann trotzdem machen? Herr Grindelwald, Will die ja nur SMS ist ehrlich raus. sein. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja in Ordnung. Sie können das, wenn Sie mir einmal die SMS bestätigen, fahren wir fort im Text, die E-Mail. Ja, werde ich mal kurz einloggen. Warten Sie mal, ob Ja, das schon locken angekommen Sie sich ist. ein. Warte mal kurz. Ja, das ist alles heute ein bisschen langsam. Steht Kein hier, Sie Problem. haben Post. Ah, nee, das ist ja das AOL-Konto. Warten Sie mal. So, ich werde das mal kurz hinzufügen. Gmail, ne? Ja, ich Geschickt an weiß. Gmail. Der Ja. Grindelwald. Jetzt bin ich gerade mal gucken, wie das mit. Ich habe das immer mit meinem Passwort, weil ich die E-Mail nicht so oft benutze. Ah, Alohomora! Jetzt hat es geklappt. Warten Sie mal. Claudia Günther, Herr Grindelwald, Ihre Registrierung. Heißen Sie Claudia? Nee, das ist die Serviceabteilung. Wir freuen uns über die Teilnahme an unserer Konsumentenumfrage. Ihre Registrierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ihre Teilnummer an der Gewinnziehung lautet Nee, das sind wir 14303. nicht. Das sind wir nicht. Ach so. Nee, das sind wir nicht. PST Energie muss da stehen. Ja, das ist, warten Sie, das ist, lieber Herr Grindelwald, vielen Dank für die Anmeldung beim Vitalamin Thermomix Gewinnspiel. Ne? Das ist sehr nein, lachlich. nein, nein, kein Gewinnspiel, kein Gewinnspiel. PST Ökostrom direkt 24 Bonus steht da. Herr Grindelwald, bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme. Sie haben es fast geschafft. Julia Tellmann. Ne. Auch nicht. Das sind ja so viele Sachen hier. Ne. PST Ökostrom direkt 24 Bonus. Ja, ist noch nicht angekommen bei mir dann. Bei mir am Rechner steht das abgeschickt worden. Ja, So, das ist sende bei mir E-Mail noch nicht nochmal. Soll angekommen. eine E-Mail für den Kunden verschickt werden? E-Mail dergrindelwald@gmail.com, ne? Bereits versendet heute um 15:46 und 18 Sekunden. Ich sende nochmal eine, ja? Ja, können Sie es bitte Dann noch müsste die einmal ganze oben rausschicken? ankommen. Das können wir Ist gerne jetzt machen. gesendet. Ist jetzt gesendet, Herr Grindelwald. Ja, dann wird es bestimmt gleich ankommen. Und Ja, ein paar Sekündchen. Ist ja schnell das Internet heutzutage. ja, das Ganze je nachdem. Ich wohne hier im letzten Kuhkaff. Im letzten Kuhkaff, Sie kommen aus Nürnberg. Ja, deswegen, Ne? der Netzausbau ist hier noch nicht sehr weit vorangeschritten. Na, das stimmt nicht. Was macht jetzt eigentlich die ganze Zeit Ihr Auszubildender? Der sitzt jetzt daneben und darf zuhören, oder was muss der jetzt machen? Der muss zuhören, der Der darf nicht muss zuhören, der muss zuhören. zuhören. Und ist er ein sehr lernwilliger junger Mann? Ja. Das ist Was sagen Sie großartig. denn? Wie ist er denn? Ja, weiß ich, muss noch ein bisschen an seiner Aussprache arbeiten. Der spricht mit einem sehr starken Akzent oder Dialekt. Ich konnte das nicht einordnen. Ja, der kommt aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet. Heute haben die alle so eine Ja. verrauchte Stimme wegen der ganzen Kohleemissionen. Das kann sein, das Das weiß ich ist nicht. richtig. Gehört denn bei Ihnen auch eine Fremdsprachenausbildung dazu? Englisch. Ja, können wir auf Englisch weitermachen? Könnten wir machen. Ja, sister, let's do it, my friend. I am very, very excited to speak in English with you. Yeah, we can speak in English all day long. Oh, that's very good. Ich freue mich sehr Yeah. darüber. Yeah. I speak very well English. Oh, you You do? too, Oh, Mr. Grindelwald. oh, yes, I saw. Thank you very much. Where did you pick up your good English? You're welcome. Where did you learn your English? At school. At I school. learned my English at school. Oh, ich kann auch einen indischen Akzent sprechen. Können Sie sowas auch machen? Nee, das kann ich nicht. Ja, hallo, ich bin von Indien. Willst du einen Tee kaufen? Ja, hört sich das gut an oder muss ich da dran noch arbeiten? Wunderbar. Aber Herr Grindelwald. Hallo, wer ist da? Herr Grindelwald. Hallo, wer ist da? Ja, hier ist. Sie wissen, wer hier ist. Wir haben telefoniert. Na, Herr Grindelwald, jetzt mal die Kirche im Dorf, ne? Ich kann auch den Russen machen. Ja, ich auch. Einmal die E-Mail bestätigen, sonst können wir nicht fortfahren, Ja, Herr so, Grindelwald. wir warten doch gerade darauf, dass die hier eintreffen wird.
Die ist schon eingetroffen, Herr Grindelwald. Ja, Ich sage Ihnen sogar die aber nicht bei Uhrzeit. mir. Ja, das ist bei Ihnen abgeschickt worden, oder ist es bei mir noch nicht angekommen? Kennen Sie Bei Ihnen noch. zufällig, kennen Sie den Herrn So. Maulwurf? 15:49 und 32 Sekunden abgeschickt. Das heißt vor gut 3 Minuten. Hallo? Hallo, wer ist da bitte? Herr Grindelwald. Nein, hier ist Maulwurf. Sie hatten vorhin bei mir angerufen. Hallo, wer ist da bitte? Hier ist die französische Botschaft in Berlin. Hallo? Möchten Sie einen Ziegel kaufen? Herr Grindelwald, ich möchte keine Ziege kaufen. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. No, möchten Sie So. Kamel kaufen? Oder zwei Nein, Herr Mesh Grindelwald, mit. schauen Sie mal. Das Telefonat läuft jetzt seit 31 Minuten, Ja, ne? Mein wissen wir. Auszubildender denkt, wie soll ich auf meinem Chef hören, wenn der das selber nicht gebacken kriegt hier und mit den Kunden vernünftig redet. Ja, So, da er mein. gerade zuhört, ich würde mich noch stundenlang gerne weiter mit ihm telefonieren, Ja. aber entweder wir machen das jetzt mit der E-Mail-Bestätigung oder wir müssen leider das Telefonat beenden, Herr Grindelwald. Tut mir wirklich leid, Können Sie dann vielleicht ne? den Azubi fragen, ob der will ein Meerschweinchen kaufen? Weil die sind sehr pflegeleichte Tiere. Also, haben Sie nicht vor, die E-Mail zu bestätigen? Ist das Ja, wirklich soweit? ich habe den ja nicht bekommen. Sie Weil du haben noch nichts bist. bekommen. Ja, weißt du, hier nach Indien, da dauert es ein bisschen länger, bis den Sachen ankommen. Okay, ist nicht schlimm. Solange das kommt, nehmen wir schon mal die IBAN-Nummer auf, ne? Die fängt mit DE an. Ach, da sagst du mir jetzt was, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, deswegen sage ich Ihnen das ja, Ja, ne? Das ist ja normalerweise Schritt nach Schritt nach Schritt kannst du läuft mir das dann. Prinzip, ne? Ja, kannst du mir dann erstmal deine Kontonummer geben? Meine Kontonummer? Ja, Gerne. sehr gut. Die Gerne. kann ich abschreiben. Ja, schreiben. Nee, was soll ich damit? Damit können Sie gar nichts machen mit meiner Kontonummer, mit der IBAN-Nummer. Ja. Oder kennen ja bestimmt den RTL-Spendenmarathon, ne? Ja, das ist das beste Argument. Ja. Was will ich mit RTL Ja. machen? Da steht ja auch immer die IBAN-Nummer, die Bankleitzahl und die Kontonummer drauf. Also wenn ich irgendein Konto leerräumen würden wollen, ne, dann Ja. würde ich auch das nehmen. Da sind immer so 8 bis 10 Millionen drin. 8 Ich bis kann Ihnen auch 10 gerne Millionen. meine Kontodaten geben, da ist ja nichts. Ja, weil wir müssen Verstehen ja irgendwo hin, müssen wir die Abbuchung machen wegen die Ziegen. Das ist ja sehr wichtig. Genau. Also Oder die IBAN-Nummer, möchten Sie. die Ja, fängt möchten. mit DE an. Ja, Die möchten bräuchte Sie. ich jetzt. Ja, wenn Sie keine Ziege möchten, möchten Sie dann vielleicht, dass ich Ihnen mein Alphorn zeige? Da kann ich Ihnen auch gerne Videomaterial schicken. Herr Grindelmann, Herr Grindelwald, Grindelwald, bitte. Grindelwald, Grindelwald. Grindelwald. Ich wollte sagen, Grindwald. guter Mann. Ja, guter Mann. Das ist sehr gut. Darf ich Ihnen, sollten mal, können Sie mir noch mal die Seite über mich aufmachen und mir ein bisschen vorlesen? Ich höre das so gerne. Nein, das können wir jetzt nicht machen. Ich muss jetzt nämlich die IBAN-Nummer von Ihnen aufnehmen. Sonst Ja. gehen wir nämlich nicht weiter im Text. Ja, haben Sie eigentlich auch einen Zauberstab von Gregorowitsch bekommen? Von welchem Gregorowitsch? Der am ASV spielt? Ne, kennen Sie nicht, den Herrn Gregorowitsch, den Zauberstabmacher? Ne. Das ist ja schrecklich. Wo haben Sie Ihren denn her? Aus der Winkelgasse? Winkelgasse, sagt er. Ja oder nicht? Kennen Sie denn die Winkelgasse? Ja, von Harry Potter. Ja, da komme ich ja auch her. Deswegen dachte ich, vielleicht können wir da ja einen Tausch organisieren oder einen Wettkampf machen. Nein. Herr Grindelwald, Ja. so. Ich bräuchte jetzt die IBAN-Nummer von Ihnen, damit wir weiterführen im Text. Was möchten Sie einführen? Nein, wir müssen weiterfahren im Text. Ja, auf Gleis So. 9 3 Viertel weiterfahren. Nein, 13,5 war das, ne? Nein, 9 3 Viertel. 12,5. Ja, nein, wir können jetzt aber nicht hier, dann kommen wir ja nicht in Hogwarts an. Das ist ja schrecklich. Wir können doch nicht einfach Okay, ein anderes Gleis so. nehmen. Die IBAN-Nummer lautet, die fängt mit DE an. Wie geht die denn weiter? Tja, das weiß ich nicht. Können Sie mir da eine Information geben? Sie können ja einfach Schauen Sie Ihre, mal Sie können ja Ihre auf Ihrer Telefonnummer Kontokarte entscheiden. nach. Schauen Sie mal auf Ihrer Kontokarte nach. Sie können ja auch mal gucken, da haben Sie noch das vor sich, wo ich Ihnen die Stromnummer gegeben habe? Ja. Das ist rein zufällig Ihre Telefonnummer gewesen. Nee. Ja, sicherlich. Ich habe Ihnen da. Sicherlich nicht. Wie reden Sie denn mit mir? Ja, definitiv nicht. 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 Die Telefonnummer lautet nämlich 089 785 855 123. Ja, dann zeigt ihr eine andere Nummer im Display, als ihr wirklich habt. Dann seid ihr doch nur Betrüger-Callcenter.
Nein, sind wir nicht. Du, Sie können ja auch, Sie können ja gerne Alter, bei dieser Hotline. Willst du jetzt wie Sie können ja gerne bei dieser Hotline anrufen. Alter, was willst du, Mann? Wie redest du mit meinem Bruder, Mann? Alter. Ja, ich glaube, das war ein sehr guter Einstand für den Herrn Grindelwald. Der Idiot aus der Harry Potter Wiki vorgelesen.